Jesenk. Ich bin die Claudi Scheiber. Ich lebe hier in Obergurgl mit meinem Mann Bernhard. Und wir haben letztes Jahr ein Buch geschrieben über Imkern in Obergurgl damals und heint. Ja, eben das Buch haben wir gemacht, weil wir das alte Protokollbuch vom Bienenzuchtverein Gurgl gefunden haben oder von meinem Vater bekommen haben. Und das ist in Kohärenzschrift geschrieben gewesen. Und das haben wir nicht erlesen, auf der haben wir es übersetzen gelassen von Ewald Schöpf und von Kindl Anton. Und sind eigentlich draufgekommen, was da alles Interessantes drinsteht. Und haben eben gemerkt, das müsste man erhalten und der Öffentlichkeit ein bisschen zugänglich machen. In dem Buch sind zwei Teile. Der eine ist ein historischer Teil, der aufgebaut worden ist auf einem alten Protokollheftel, das ungefähr vor 100 Jahren angefangen worden ist zu schreiben, von der Kreszenz Grüner aufgekriegt worden ist. Und die hat es nachher weitergegeben an den Vater von meinem Mann. Und so ist das bei uns gelandet. Und wir haben dann gemeint, das müsste man einem größeren Publikum zugänglich machen, wie es eigentlich mit der Imkerei vor 100 Jahren in Obergurgl losgegangen ist. Und der zweite Teil vom Buch berichtet, wie mein Mann imkert und wie heute der Stand in Obergurgl mit der Imkerei ist. Ja, losgegangen ist es eigentlich schon mit dem Pfarrer Triendl, der 1856, glaube ich, bis 1864 in Obergurgl da Kurator und Pfarrer war. Und der hat mit Bienen experimentiert und ist draufgekommen, dass man in der Höhenlage sehr wohl Erfolge mit Honig einfahren kann. Und um die Jahrhundertwende sind nachher findige Pfarrer nach Gurgl gekommen. Die haben das Protokoll vom Pfarrer Triendl gelesen und haben dann auch mit der Imkerei begonnen und haben gesehen, das funktioniert. Und der Pfarrer Jörg hat nachher ganz viele junge Leute in Obergurgl begeistern können für die Imkerei. Und wie dann der Pfarrer Emmerich Lorenz gekommen ist, haben sie da ganz ernst draus gemacht und haben 1911 einen Bienenzuchtverein gegründet. Und aus der Zeit stammt das Protokollheftel. Der Pfarrer Emmerich Lorenz hat ganz penibel aufgeschrieben über alle Sitzungen, die sie geführt haben, wie man den Verein gegründet hat, bis 1920. Und man kann berichten, die Leute waren ganz fanatisch mit den Bienen. Ja, jetzt möchte ich eigentlich noch einen kurzen Teil von der Kreszenz Grüner vorlesen, der mir eigentlich das Buch da verdanken, weil sie die Hüterin vom Protokollheftel war. Und da schreibt sie: Den Hoteliern war der echte Honig zu teuer. Sie verwendeten lieber den billigen Kunsthonig. Heute reiseten sie sich drum überhaupt um den Gurgler Honig. Da gibt's nicht viel davon. Hängt auch viel vom Sommerwetter ab. Die Bienenzucht war von meinem Mann sein Hobby. Im Sommer, wenn er vom Feld kam, abends oft auch müde, aber einen Besuch im Bienenhaus machte er immer noch. Und das war ihrer eben ganz wichtig, die Bienen, ihrer und ihrem Mann. Und ganz zum Schluss schreibt sie, der Prosa hat auch noch etliche Völker. Da macht der Bernhard weiter. Und so stimmt's. Die Prosas imkern weiter in Obergurgl. Ja, es gibt noch das alte Bienenhaus von Seppel Grünach. Das steht jetzt zwar nur auf dem Originalplatz, das hat der Tourismusverband mit dem Kohler Hubert dort zu der alten Mühle in Impfang außen verfrachtet, aber es ist nur erhalten. Und das ist eigentlich das Bienenhaus, was der Seppel Grüner 1911 schon aufgebaut hat, wie sie dort zumal mit den Bienen angefangen haben. Und das ist eigentlich nur im Originalzustand erhalten. Ja, Imker tut man eigentlich wahrscheinlich gleich wie früher, die Gerätschaften und die Bienenbeuten, die Bienenwohnungen haben sie natürlich verändert. Früher haben sie halt Strohkörbe gehabt und mittlerweile gibt es eben schon mobile Beuten, wo die Bienen drin wohnen. Bienenzucht ist besonders für die armen Bergbauern des Oberinntales ein neuer Verdienstzweig geworden, der durch die mustergültigen Einrichtungen der Imkereischule in Imst von der Landesregierung gelehrt und gepflogen wird. Die Wanderbienenstände des Landes Tirol in Schlierenzau beherbergen an die 200 Bienenvölker.
Im Frühsommer gehen die Bienen auf Wanderschaft weit hinein ins innerste Ötztal. Sie sehen hier den Wanderbienenstand bei Zwieselstein und Gurgel. Bis an den Rand der Ötztaler Gletscher schwärmen die Bienen, um von den Alpenrosen den Honig einzusammeln. Ja, mit der Imkerei in Oberurgl ist natürlich ein bisschen anders, als wenn man in tieferen Lagen imkert. Es ist der Sommer natürlich viel kürzer und der Winter länger. Die Völker, die sie sagen, war so ein bisschen härter mit dem Völkeraufbau. Aber es ist schon möglich, dass man trotzdem starke Völker bis eben zur Alpenrosenblüte herbringt, wenn die Bedingungen passen, dass kein Schnee voll ist oder kein großer Frost im Mai. Das Besondere ist daran, dass man ganz einen speziellen Honig kriegt. Man sieht das Gold des Imkers da im Hintergrund. Das sind die Almrosen. Man kriegt da ganz einen hellen, besonderen Honig, den die Leute überall sehr schätzen. Und das haben sie eben damals auch schon festgestellt, dass das was Gutes und Besonderes ist. Ja, ich glaube, es ist einfach die verschiedenen Blumen, was wir da haben, und Kräuter. Das ist einfach, glaube ich, eine Ausnahme, dass in der Höhe eben, es gibt kein Spritzmittel, es gibt keine Verfälschung, es ist, die Natur pur ist in den Honig drin.